Hallöchen und einen Wunder... Oh, wie geil ist das denn? Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video hier auf meinem Channel. Und zwar das Update-Video zu Forest. Mein Gott nochmal, was hat sich denn hier getan? Wir haben jetzt 3D-Dinger. Das ist ja cool. So, ich mache jetzt erstmal hier an. Und wir schauen jetzt erstmal. Ich muss jetzt mal mein Handy aufmachen, damit ich mir erstmal sicher gehen kann, was für Update ist getan, getätigt wurde, was verbessert wurde. So, So, Building Construction Icon Region, only 2 players can use side bench and blame now. Construction. Ui. Was? Ach so. Ich muss jetzt mal. Was lauf hier? So. Oh. Oh, mein Gott, die haben alles. So. Ich habe mir richtig cool verbessert hier, Mann. Was ist denn los hier? So, warte mal. Jetzt müssen wir mein Handy nochmal wieder anmachen. Warte mal, jetzt gehen wir erstmal ihn hier durch. Das Buch. Vielleicht haben wir ja mal was Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Durch. Das ist alles so geblieben. Das auch. Der Pult brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee. Mal was gucken. Gut, ich gehe jetzt mal weiter. Was wurde denn jetzt noch verändert? Ich versuche die Sachen heute auch irgendwie in dieser Aufnahme zu bauen, wenn es was ist. Ein bisschen Zeit habe ich mehr. Audio. Alter. Added new hair to player crafting format during player customs. Okay. Also wir sehen höchstens gerade nur die Uis, die haben sie erneuert. Und dann noch so eine 3D-Animation ist ja halt jetzt, wie soll ich das denn am besten demonstrieren? Warte mal, ich fäll jetzt einfach mal hier den Bau noch weiter. Das ist halt, es wurde halt nur, ah genau, doch, wir sehen links, genau, ich kann es jetzt schlecht mit der Maus zeigen. So. Oh, das sind aber auch verbessert, also die hier, die Ansicht da.
So, ey. Hallo? Das finde ich richtig geil, wie sie es gemacht haben. Und in 4 Tagen kommt ja eh das nächste Patch. Mein Gott, da hau ich ja richtig Videos raus. Ja, okay, ich könnte jetzt sagen, ein Patch von... Was war das jetzt nochmal? Von 8,50, ja, okay, das ist halt nur Update in Bore Model in Textur. Halt, ne? Textur. Lalalala. Filmgottung on Bloom off. So. Ich will jetzt nicht so überkrass die Grafik hier ballern. Aber ja, wie gesagt, mir ist halt wichtig, wie gesagt, dieses Video, ich probiere es halt ein bisschen aus. Also ich habe dann das immer so instant gemacht, wenn dann ein Patch rauskam, habe ich es gestreamt. Aber irgendwie hat mir die Qualität nicht so gefallen. Und die Sprachqualität, also die Audio, die war mal leise und jetzt nehme ich auf. Das heißt, die Klicks sind mir nicht egal, aber ich möchte halt mal zum Beispiel zu Update-Videos kann man ein Video machen bei Forrest. Besonders bei Forrest. Sind sehr klickstark. Ich mache es nicht wie ein Klick, aber man muss ja auch irgendwie sich bekannt machen. Des Weiteren, ich glaube, ich verlinke euch die Patch-Notes noch in der Beschreibung. So wie ich das jetzt rausgelesen habe, ist jetzt hier nichts Neues, außer wenn ich jetzt da zurück hingehe. Warte, ich gehe mal eben hin. Zum Beispiel die Ansicht hier. 31 von 37. Fehlen uns halt noch ein paar Stickies. So, aber ich habe das Gefühl, von der Performance hat die auch ein bisschen was getan. So, aber wie gesagt, die haben jetzt machen erstmal so die, ich denke mal, die werden jetzt erstmal so ein bisschen das Spiel optimieren. So, warte. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das soll es gewesen sein. Wenn ich noch mal Zeit habe, werde ich die Staffel jetzt mal weiterführen. Das heißt, die Folgen werden wieder ein bisschen länger, wenn ich Zeit dazu habe. Jetzt habe ich deswegen bin ich hier früh aufgestanden, um das Video noch früh morgen noch zu bringen, um 6 Uhr irgendwas oder um 7 Uhr morgens. Sonst halt verläuft es sich bei YouTube. Wie gesagt, ich bedanke mich in Form von der Aufmerksamkeit von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lässt. Wenn ihr sagt, oh ja, cool, Videos sehr gut. Ja. Und. Ja. Ich sag immer schon, auf jeden Fall, ich weiß nicht, habe ich jetzt alles erwähnt? Ja, wie gesagt, das meiste ist in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und schon mal frohe Ostern. Ciao!